Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe immer gesagt, dass auch die Europäische Union ein starkes wirtschaftliches Interesse hat, sich mit Großbritannien am Ende über den Brexit zu einigen. Daran glaube ich immer noch. Aber der Weg dahin wird steiniger als gedacht. Im März 2019 endet offiziell die Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union. Aber beide Seiten sind sich einig, dass bis Ende 2020 eine Übergangsphase gelten soll. Aber sie streiten darüber, wie diese Übergangsphase zu gestalten ist. Die Europäische Union will Großbritannien während dieser Phase den gleichen Status geben wie Norwegen. Aber dann müsste Großbritannien weiter die Urteile des Europäischen Gerichtshofs akzeptieren, sich an die EU-Einwanderungsregeln halten und Geld nach Brüssel überweisen. Großbritannien hat klargemacht, dass es das nicht akzeptieren wird. Nach meiner Meinung gibt es nur eine sinnvolle Lösung, das kanadische Modell. Die Europäische Union sollte mit Großbritannien ein ähnliches Freihandelsabkommen abschließen wie kürzlich mit Kanada. Dann wäre zumindest der Warenhandel weitgehend von Zöllen befreit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.